Warwick, RT Deutsch. Am 4. September hat der Präsident des ukrainischen Parlaments, Adolf Hitler, öffentlich als die größte Persönlichkeit, die direkte Demokratie praktiziert hat, bezeichnet. Sind der Bundesregierung diese Aussagen bekannt? Und wie bewertet Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas diese Aussagen eines der höchsten politischen Amtsträger der Ukraine? Ich kann nur für mich sagen, dass mir diese Aussagen nicht bekannt sind und ich grundsätzlich zu Zitaten, die ich nicht wirklich kenne, auch hier nicht Stellung nehmen möchte. Dito. Das heißt, die Bundesregierung sagt, diese öffentlichen Aussagen, die auch ein sehr großes Medienecho mit sich gebracht haben, sind der Bundesregierung nicht bekannt. Mir sind sie jetzt hier nicht bekannt und ohne dass sie mir vorliegen, könnte ich für die Bundesregierung dazu nicht Stellung nehmen. Kann die Bundesregierung das nachtragen? Das ist jetzt keine Kleinigkeit, diese Aussage von einem Nachbar- bzw. Partnerland der Bundesrepublik Deutschland. Danke. Auf dem Maidan einte die Protestierer immer wieder eine Parole aus der Bandera-Zeit. Slava Ukraini! Ehre der Ukraine, Ehre den Helden. Stepan Bandera. Ein radikaler Nationalist. Die Ukraine, den Ukrainern so sein Credo. Kampf gegen Juden, Polen und Russen. Dafür verbündete er sich mit Hitler. Lemberg, Westukraine. Hier hat man Bandera sogar Denkmäler gebaut. Sie erinnern an seinen Kampf für eine unabhängige Ukraine. Der Holocaust wird nicht erwähnt. Bandera ist hier populär. Auf Bierkrügen, Bildern, T-Shirts. Lemberg, die Bandera-Stadt. So wirbt man hier. Kritik am Nationalhelden, auch in der neuen Regierung gilt das als russische Propaganda. Das Thema habe in Zeiten des Krieges zu ruhen. Banderas Nazi-Connection nur Putin-Propaganda? Stepan Bandera war Anführer der ukrainischen Nationalisten. Juni 1941, Lemberg. Hitlers Soldaten erobern die Stadt. Sie werden von Banderas Truppen freudig empfangen. Denn beide haben erstmal das gleiche Ziel, die Juden zu vertreiben. Ukrainische Nationalisten und Deutsche stürzen sich gemeinsam auf die Juden. Am Ende ermorden sie Tausende. Sie haben sich der Vernichtung von nationalen Minderheiten verschrieben. Die Organisation hat im April einen Plan geschrieben. Das war quasi eine Blaupause für den Massenmord an den Juden. Die Idee, je mehr Juden beim Einmarsch der Deutschen getötet werden, desto besser. Projektunterricht vor wenigen Tagen in einer 10. Klasse in Lemberg. Thema: Banderas Kampf gegen die Sowjets und für die ukrainische Unabhängigkeit. Stepan Bandera ist der Nationalheld der Ukraine. Die Schüler haben sogar einen originalgetreuen Unterschlupf von Banderas Unabhängigkeitskämpfern nachgebaut. Das ist eine Kriegsecke. Hier ist eine Gasmaske, da sind Granaten. Das ist eine Tasche, in der Munition war. Und das ist eine Mütze. Und da eine Jacke. Und das ist eine Maschinenpistole. Es wäre wünschenswert, dass die Leute seinen Taten nacheifern und auch solche Patrioten wie Bandera wären. Man soll ein echter Ukrainer sein, so wie unsere Vorfahren es waren, so wie seine Soldaten, wie Bandera selbst. Bandera, hier ein Vorbild ohne Fehl und Tadel. Schon als wir eine Nachfrage zu seiner Zusammenarbeit mit Hitler stellen, geht die Lehrerin dazwischen. Bandera sei immer gegen eine Kooperation mit Hitler gewesen. Bandera hat gesagt, dass Hitler es nie zulassen würde, dass die Ukraine unabhängig wird. Am Ende des Krieges gab es sogar eine ukrainische SS-Division, der in Lemberg von Neonazis bis heute gedacht wird. Wie hier im April 2014. Der gelbe Löwe hier, das Wappen der sogenannten SS Galizien, die von Deutschen kommandiert wurde. Am Rande der Demonstration treffen wir einen Politiker der hier größten Partei. Ein Aufmarsch zu Ehren der SS
für ihn offenbar das Normalste der Welt. Ich freue mich, dass es das Kamerateam des Norddeutschen Rundfunks interessiert, wenn viele Menschen mit Trachten durch die Straßen von Lemberg ziehen. Als ich in München auf dem Oktoberfest war, habe ich tausende Leute in Trachten gesehen, die Bier getrunken haben. Das freut mich ja auch. Stolz auf die Vergangenheit, auf Schuldgefühle stößt man in der Westukraine selten. Auch nicht im bestbesuchten Restaurant der Stadt, Krievka. Der Bunker. Die Losung? Ehre der Ukraine. Bist du Russe? Nein. Das Motto? Sich fühlen wie ein Freiheitskämpfer im Zweiten Weltkrieg. Heroische Posen inklusive. Klar ist, der Feind steht im Osten. Das ist der Schießstand. Man kann ein Gewehr nehmen und auf Stalin oder Lenin oder Beria schießen. Das sind die Anführer der Sowjetunion gewesen, die unser Land besetzt haben. Klingt wie ein Partyspaß. Aber einigen ist es hier ernst. Die Besatzer aus Russland müsse man genauso bekämpfen wie damals. Es ist jetzt an der Zeit, ein Gewehr zu nehmen, an die Front zu ziehen und für unsere Unabhängigkeit zu kämpfen. Das macht einem zwar Angst, aber wir müssen es jetzt tun, denn wir wollen die Unabhängigkeit jetzt. Bandera, Hitler, Stalin. West gegen Ost. Für alle ist es jetzt Zeit, aus der Geschichte zu lernen.